Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir sind hier wieder gemeinsam im Scania unterwegs, im Euro Truck Simulator auf unserer Reise durch Europa. Befinden uns gerade in Kroatien, genauer gesagt in Esek. Osijek geschrieben. Wikipedia sagt, das heißt Esek auf Deutsch. Also, ich das falsch ausspreche, ist Wikipedia schuld, aber ihr kennt das ja von mir. Ja, mal gucken, wo wir heute so hinfahren. Vielleicht wieder eine längere Tour, vielleicht wieder eine kürzere Tour. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen Gefahrgut. Irgendwie sowas. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Kroatien. Was können wir uns denn jetzt nochmal Schönes gönnen? Von Aussie-Jack aus gibt es nichts. Osijek nach Polen, nach Grödig, Serbien, Tschechien. Na. FEG. Flugzeugreifen. LKW-Batterien. Öl. Diesel. Nach Grödig oder nach Wien? Wo fahren wir hin? 28 pro Kilometer. Naja, der lohnt sich ja richtig hier, der BASF-Denker. Drive safe. Dann machen wir den, würde ich sagen. Das bringt's eher. Wir könnten allerdings vorher noch mal eben gucken. Warte mal, LKW-Aufgasteile. Was haben wir denn jetzt noch freigeschaltet die letzten Male? Immer eben hier Level 6 verfügbare neue Teile. 380 PS, das wären 410 PS. Das wären nochmal 30 PS mehr. Das Ding kostet zwar 16.000. Aber. Das würde ich fast sagen, sollten wir machen. Einmal noch ein bisschen mehr Bums in den Hobel reinkriegen. Wenn wir hier eine Werkstatt haben, gibt es hier eine? Ja, da ist eine Werkstatt. Wo muss ich hin? Ich muss zu BASF. Na gut, wir können ja eben den Trailer holen. Wir holen eben den Trailer, fahren dann mit dem Trailer in eine Werkstatt. Schrauben uns dann den dicken Motor vorne drauf. Und dann passt das. Ja. Oh, fahr doch! Da kommt doch nichts! Ja, anhalten, 1, 2, 3 und weiterfahren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Turn right. I have arrived at my destination, my friend. Rerouting. Du brauchst nicht mehr Okay, rerouten. let's find a new route. Zack. Aufträge. BASF nach Wien. Joa. 15.000. 15.000, das lohnt sich schon wieder. Dann, das ist dann auch wieder ein bisschen Geld. Jetzt müssen wir bloß eben gucken, welcher Trailer meiner ist. Ich vermute der ganz hintere. Da sind zwei, die gleich aussehen, ne? Der ist aber der hintere, der müsste das sein. Ne, ist er nicht. Der da ist es. Der Total-Trailer. Okay. Der ist flammable. Let's do this. We will do this, my friend. Habe ich jetzt den Zusatzpunkt noch mit drin? Ne, habe ich nicht. Da müssen wir noch eben in der Werkstatt. Get Das muss on man eben with machen. Das will ich auf jeden Fall eben erledigen. Dass wir beim dickeren Motor rein war ein bisschen mehr. Wir müssen die Kiste, die muss Power haben. Das ist einfach. Wir wollen ja ein bisschen. Turn left. Wir wollen ja richtig Langstrecke fahren. Turn right. Und schwere Lasten fahren. Und das macht doch keinen Spaß mit 340 oder 360 PS oder so. Irgendwann sind wir da angekommen, dass wir 600 PS oder sowas haben. Oder zumindest 500. Auf jeden Fall Newtonmeter, wir brauchen Leistung. At the roundabout, take the first exit. Bleibt mir ja auch nicht viel anderes übrig, sonst muss ich umdrehen. Exit now. Ui, I exit now. Ja. So.
gerade hoch, das da links ab ist, glaube ich, schon die Route zum nächsten. Jetzt nach Wien. Na. Jetzt bald mal grün. Jetzt ist grün. Oh, müde sind wir auch schon wieder. Dann würde ich sagen, bei der Werkstatt Motortune hinlegen. Und dann fahren wir weiter. Dann können wir nämlich den Rest vielleicht... Mal gucken, ob wir das in einem Schwung schaffen. In einem Schwung durchfahren. Guck, wie spät haben wir es denn? Wir haben es jetzt 10:45. Keep left. Naja, bis 10:45. Ja, bis 12:30 schaffen wir das. Mich so langsam ins Bettchen kuscheln. Get ready to turn right. Ich bin immer ready. Right, left, up, down, I don't care, I turn everywhere. Yes. I'm so turn cool. Right. Mhm. Wir turnen right. Ich glaube, wenn du so mit dem Tanklaster eine Kurve fährst, dann fällt er um. Turn now. Ja, schnuckel kurz. Recomputing. Recomputing, my friend. Yes, baby. Zack. Wir wollen aber erstmal Wartung. So, dann wollen wir Konfiguratoren haben. Können wir ein neues Führerhaus schon kriegen? Okay. Neues Führerhaus geht noch nicht. Low Deck interessiert mich nicht. So, was haben wir denn jetzt drin? Wir haben drin 360 PS. Hier war doch gerade ein 410 PS, oder nicht? Hat er nicht behauptet, es gäbe einen 410 PS Motor? 370. 380. Huh. Aber sind immerhin. Ich war fest der Meinung, das schnell was von 410. Egal, den bauen wir ein. Getriebe bleibt so. Was noch immer schickes Neues. Innenraum vielleicht noch ein neues Lenkrad. Nee, das ist nur Blödsinn. Gut, 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 gut. Außen vielleicht noch ein Zusatzspiegel oder so ein Spaß. Er hier. Kunststoff und Chrom. Wo ist denn da Chrom dran? Sieht doch, das doch nicht aus. Kunststoff und Lack, nee, der kann auch ein Kunststoff bleiben. So, was haben wir hier an der Seite? Brauchen wir nicht. Spiegel. Chrom. Was ist denn da für Chrom, möchte ich mal wissen. Das lohnt sich nicht, die in... Nein, aber man könnte die Außenspiegel in Wagenfarbe nehmen. Hm. Wie? Wie jetzt? Nee, dann bleiben sie schwarz. Ganz in Wagenfarbe hätte ich genommen. Ganz in Wagenfarbe hätte ich cool gefunden, aber so. Nee. Guck mal, die Scanias, die haben doch alle hier immer diese... Nee, sowas nicht. Die haben doch immer diese dicken Knüdel da hängen, oder nicht? So, das haben die doch alle immer. Oder ganz viele LKWs haben das immer. Brauche ich nicht. Mittlerweile neue Headlights. Also neue Scheinwerfer, H4 Lack. Das würde aber voraussetzen, dass die Stoßstange auch noch... Der ist lackiert, oder? Ja, schön, 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 schön. Da, hier soll nichts rein. Da soll auch nichts rein. Hier kann ich bestimmt... Nee. Nee. Grill Paint. Hier an der Seite kann ich aber bestimmt... Euro 5 Badge. Ja, die wollen wir auf jeden Fall haben. Dann wollen wir hier noch eine R380 Original haben. Das wollen wir auch haben. Lack. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. So. Hier können wir bestimmt auch noch Sideblinker Streamline LED. Ah, guck mal. Das sieht doch schick aus.
Das sieht doch schick aus. So, jetzt sieht er auch so aus, als er mir gefällt. So, Morgides. So, was können wir hier machen? Das sieht wiederum nicht cool aus. Inverse. Ich da jetzt diese Farbe ändere? Ne, das ist nur da vorne. Hätte sein können, dass das der hier ist, aber der ist das nicht. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Ah, da vorne hat er das noch in der Farbe. Das finde ich aber in Schwarz ganz schön. Das bleibt so. Warte mal, ich glaube, da passt Old aber besser, ne? Ja, das sieht besser aus so. Original, alles Original. Kann ich hier schon was draufkriegen? Nein, ab Level 7. Side Exhaust, Left. Stack 1, Stack 2. Ja, wir bräuchten ja beide, ne? Ein und Stack ist nicht genug. Aber einer reicht erst, das sieht auch schon mal schön aus. Schöne High Pipes drauf. Schöne fette Pipes, so muss das sein. Jetzt könnte man hier natürlich sagen, wir machen noch ein paar von den zweiten Markern dran. Die müssen natürlich dann aber genauso aussehen wie die anderen, ne? So sieht das nicht aus. Nee, nee. Dann nehmen wir sie wieder ab. Oh Gott, nee. Das sieht nicht aus. Original, das kann erstmal so bleiben. Was können wir hier machen? Driver Side Compartment 5-6 Series. Side Compartment. Ah, okay, dann haben wir Türen, okay. For 5 Series sieht besser aus. Ja, finde ich schöner. Haben wir hier V8 Special, Mighty Griffin. Lack. Nee, das kann ruhig Kunststoff bleiben. Kunststoff und Chrom ist wahrscheinlich ein Chromgriff, ne? Sieht cool aus, ja. Aber lohnt sich das? Ja, das lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Am Level 12. Spoiler. Hier gibt es auch noch nichts Neues. Ab 10 gibt es wahrscheinlich dann 8x4 oder 8x2. 6x4 oder 6x2. Level 12 gibt es dann hier. Oh, guck mal, da gibt es noch schicke Lackierungen später. Das sieht doch schon mal schick aus. Kann ich die Headlights? Ne, die konnte ich noch nicht, ne? Da gab es nur welche mit Lack und ohne Lack, richtig? Ich das richtig im Kopf? Ich glaube, irgendwie so war das. Zack. Headlights H4, genau. Headlights Custom Kunststoff. Igitt, was hässlich. Nein, das wollen wir nicht. Dann die sind schön, ja. Original 1 und Lack 1. Achso, Lack 1 sieht dann so aus. Lack 2 ist wahrscheinlich fest. Ne, Lack, aber das ist hier mit dem Radarsensor unten, ne? Den haben wir ja auf jeden Fall damit drin. Das muss ja so. Was können wir hier? Ne, das sieht nicht aus. Standard Paint. Ah, dann kann ich mir die auch noch lackieren hier. Das ist schon cool. Reifen. Die tun sich nicht viel, ne? Rattennarbe. Standard Paint. Radmuttern. Standard Paint. So. Ich bin ein Freund davon, alles in einer Farbe zu haben. Zack. Vanity Paint. Hatch Paint. Coronet Paint. Monolith Paint. Ne, die Monolith sieht scheiße aus. Coronet. Hatch. Pacific. Hatch. Ne, das sieht ja mal richtig blöd aus. Das machen wir so, das passt so. Was kann ich hier für eine Narbe auswählen? Ah, da kann ich auch hier, ne? Genau. Die Kappe drauf, Pacific, Monolith, Vanity. Nein, 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 nein. Dann machen wir hier die ganz normalen Rims drauf, die ganzen Ringe, die Ringe. So, hier unten muss natürlich dann der Auspuff weg, weil der ist jetzt ja da oben. So. Ah, komm, stecken wir nochmal 18.000 rein, passt schon. So. Sieht also aus wie ein Simos.
Let's get this job done. Anschmeißen den Hobel. Mir gefällt er so. Schönchen knacken. Müssen wir noch, ne? Ja, machen wir eben jetzt hier. Haben wir es hinter uns. Was wieder schön im Dunkeln los, aber was soll's. Ich wundere mich, dass der rückwärts fährt. Ich hatte den Fuß auf dem Pedal. Get ready to turn left. Hui, irgendwie schon eng um die Kurve gefahren. Turn left. Hat aber gepasst. So. Tanken brauchen wir erstmal nicht, nee. Jetzt haben wir 380 PS unter der Haube. Ganz schön Verkehr hier. Wow. Was macht ihr da jetzt? Wenn du da jetzt auch stehen bleibst, dränge ich mich vor. Polizia. Europcar? Was liefern die denn? Kriegen die LKWs? Get ready to turn right. Warum auch nicht? Auch die müssen ja ihren Kram, ihre Autos irgendwo kriegen. Ach, da kannst du bringst bestimmt Autos hin, das kann sein. Turn right. Ja. Meistens überführen die auf eigene Achse, aber wenn es zu viele sind, vielleicht auch nicht. So. Weiter geht's hier runter. Schön mit manueller Schaltung. Sechzig? Autobahn? Okay. Ist doch eine Autobahn. Warum darf ich denn nur 60 mit dem LKW? Na, vielleicht ist das hier so. Dann fahren wir eben nur. Jetzt darf ich 80, oder? Ja. Keep left. Geht die Spur hier rüber? Ja, geht sie. Dann wechseln wir mal nach NA. ZG ist dann Zagat? Ja. Auf nach Wien. Get ready to turn right. Okay. Da right turn, ja. Turn right. Ja, ich versuche gar nicht jetzt die Ausnahme auszusprechen. 90, okay. Wieder eine schöne kleine Landstraße, das ist doch wieder schön, so mag ich das. Was darf ich hier fahren? 80? Ja. Oh, 84 rein, 86 geht auch noch. Get ready to turn right. Okay. Turn right. Oh, fuck.
passt. Das passt, das passt. Wo sind wir hier? In... Jaja, Donji Miholjak? Keine Ahnung. Donji Miholjak heißt das hier, eindeutig. So spricht man das aus. Donji Miholjak. Jawohl, ja. Turn right. Wow. Losfahren. Gefühlt ein bisschen träger, der neue Motor. Aber kann ich jetzt so? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, er zieht ein bisschen langsamer an. Get ready to turn. Oh, der hat 20 PS mehr, ne? Schön ist ja, dass er den alten Motor ja zurückerstattet. Turn right. Turn right. Achso, da in der Mitte kann ich gar nicht durchfahren. Muss ich jetzt hier tatsächlich durch den Zoll? Ne, ich muss nur drumherum fahren. Okay, die Grenze ist offen. Jetzt sind wir wieder in Kroatien. Keep right. Ne, das war Kroatien. Jetzt fahren wir nach Ungarn. Richtig? Zu schnell kann ich nicht lesen. Grenzkontrolle? Ne, einfach durch. Okay. Wäre jetzt gemein, wenn die Schranke hier hinten zu ist? Nein, ist sie nicht. Gut. Könnte ich natürlich einfach in der Mitte durchfahren. Muss ich irgendwann nochmal machen, damit ich da dieses Grundstück erforscht habe. Einfach mal gerade durchfahren. Das ist wahrscheinlich eine unsichtbare Mauer oder so. Keep left and then turn left. Keep left and then turn left. Yep. Das mag wie Mignon. Wo? Hier? Turn left. Hier schon? Ach da. Oh Gott. Ah, da ist eine Mauer. Straße hier zu Ende? Achso, da bauen sie noch. An der Autobahn. Okay. Ja, schön. Mal gucken, ob das in einer zukünftigen Version von dem Spiel oder von dem Kartenmod dann hier durchgeht. Überraschen. Gegen die Sonne. Dürfen wir hier 80, dürfen wir hier, ja. 86 km/h, komm. Drei Gänge runter. Da zieht er auch, wenn man ein paar Gänge runterschaltet. Wenn du nicht am frühen Morgen durch Kroatien fahren. Früher Morgen, Kroatien? Ungarn. Durch Ungarn. Ungarn? Fahren wir nicht. Ah ja, klar, gut. Ungarn, fahren wir durch Ungarn und hinter Ungarn ist dann Österreich. Die waren ja mal verheiratet. Vor langer, langer Zeit. Das war schon fast 100 Jahre her. Es ist 100 Jahre her. Es ist über 100 Jahre her. Oder? Ist euch Ungarn? Ist die... Gab es die nach dem Krieg noch? Nach dem Ersten Weltkrieg? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schon über 80 Jahre her. Im Zweiten Weltkrieg waren sie nicht mehr zusammen. Boah, die Fliesen machen ja rammdösig an der Seite. Noch ein Land Rover. Das Kabel da oben wackelt, finde ich wieder. Jetzt will ich einen LKW auf die Seite legen, würde bloß vom Lenkrad drehen. Ist ein bisschen übertrieben, die Bewegung. Wenn ich jetzt den Force Feedback anmache und das Lenkrad wieder anfängt zu vibrieren, müsste es die ganze Zeit hinterher schaukeln, oder? Ja,
Ich habe so den Verdacht, dass es an der Lenkraddrehung dranhängt. Mal Stillstand ausprobieren. Ob es dann sich auch bewegt. Muss ich nach Jagged? Nee, muss ich nicht. Go straight. Okay, my friend. I'm going straight ahead. Alter, was ist das für ein Riesenautobahnkreuz? Gott, oh Gott. Riesenanlage. Mitten im Nichts. Ach, guck mal, da kann man schon nicht mehr hin. Da links, da gibt's nichts. Das finde ich ja ganz schön gemacht, dass es einfach Gebiete geht, wo dann einfach ist, hier kannst du nicht langfahren. Statt andere Spiele, die haben dann so eine abgeschlossene Welt. Und dann ist die Welt halt so klein. Da finde ich das so schon cooler. Machen ja viele Rollenspiele ja auch. Du kannst hier nicht weiter, die Welt ist hier zu Ende. Finde ich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Als wenn du alles einmauerst. Wenn du alle überall Mauern und zubaust, es wirkt doch nicht so überzeugend, finde ich. Ja, oder überzeugend, aber im Sinne von. Es wirkt dann halt so, ja. Oh, ist das schon das Ziel? Sind wir schon kurz vor Wien? Oh, 300 Kilometer noch. Sache. So ein kurzes Stück bloß gewesen? Was liegt da hinten? Ah. Heuballen? Tonnenweise Stroh und Heu. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Entschuldigung. Da geht's nach XXX. X. Da stellen die Schnaps her. Das ist die illegale Brennerei. Hey, rechts geht's ja auch nur nach XXX. Nach XXX wollen wir ja nicht. Kannst du ja auch nicht rausfahren, ne? Nee, kannst du nicht. Speichere. Ach, das ist schön. Nee, mir gefällt das hier. Mir gefällt die Gegend. Ich mag das so ein bisschen. Schön durch die Landschaft zuckeln, ganz entspannt. Kein Stress bei. Das ist ein richtig schönes Spiel fürs Wochenende oder für den Abend. Wenn man schon entspannen will. Ui. Was ist hier denn los? Hallo? Hallo? Achso. Oh, wenn man das Getriebe nicht wieder auf Automatik stellt. Ja, du hast es eilig, ich hab's begriffen.
Ich sehe, du hast es eilig. Du hast es eilig. Du musst noch Gas geben. Komm, gib Gas. Gib Gas da mit deinem Zitrönen, sonst ist der dicke Mann mit dem LKW schneller. Budapest, Zagreb. Wollen wir beides nicht hin, wir wollen nach Vienna. Oder? Ja, ich glaube ja, ne? Wien wollen wir hin, ne? Ich glaube ja. Geht schon wieder bergauf. Keep right. Keep right. Exit right. Exit right. Oh Gott, auch das noch. Ach guck mal, da vorne waren wir schon mal. Wir fahren nach Budapest. Da ist die Putzilei. So. Wir folgen dem Guinness-LKW. Wobei. Och, bleib doch nicht stehen! Du kommst doch nie wieder in Gang! Nimm dir ein Beispiel an mir. Oder kann so ein Renault nicht ziehen? Ich glaube, ein Renault-LKW war es. Keep left, okay. Eine Ampel. Hat er denn jetzt auch da hinten die Wires zwischen? Ja, sehr schön. Exit left. So, einmal links rum. Jetzt geht wieder auf Autobahn, ne? Wollen wir die Drehzahl ein bisschen ausfahren. Was ich interessant finde, er macht, du kannst ja gleichzeitig einen Retarder reintreten und Gas geben. Wenn du den Auto-Retarder drin hast. Die Polizei hat sie wieder einen erwischt. 80? 80 ist erlaubt. 206 Kilometer, guck mal. Ist doch gar nicht mehr so weit. Wir sind schon wieder in den Bergen. Dann sind wir schon fast wieder in Deutschland. Und dann fahren wir mal rüber Richtung Nordsee, würde ich sagen. Oder Atlantik, je nachdem. Oder mal auf die Insel, nach Island hoch. Wobei nach Island dafür brauchen wir, glaube ich, ein 6x4. Die Straßen sind ziemlich anstrengend da oben, wo du teilweise mit dem LKW durch sollst. Da müssen wir erst eine vernünftige Zugmaschine für haben, die ordentlich Traktion bringt. Die ordentlich Druck auf der Achsen hat. Da ist so ein kleiner 6x2 nicht für geeignet, 4x2 nicht für geeignet.
Aber mal anhupen. Aus Prinzip. Ich meine, die haben die Rastplätze angepasst. Du musst jetzt nicht mehr, du musst sonst immer auch die Rastplatzseiten abfahren, damit er die hier gelb markiert hat, dass du die abgefahren hast. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Finde ich ganz cool, weil dann brauchst du nicht auf jeden Rastplatz drauf. Sonst bin ich immer, weil man will ja das Achievement haben, dass man die Karte ganz erkundet hat. Dann bin ich immer beim ersten Mal durchfahren auf der Straße durch und beim zweiten Mal durch jeden Rastplatz, durch jede Ecke. Nur damit man die Karte freikriegt. Das haben sie anscheinend jetzt geändert. Ich gehe mal davon aus, dass es vom Mod ist. Kann ich nach Gjör fahren? Ah, kann ich sogar, wa? Tatsache. So ein großes Audi-Werk, ne? Audi, VW, irgendwie sowas. Ist da. Es ist nicht mehr so schön hier. Kann man nämlich aus dem Tal rausfahren? Ich sehe ja nichts von der Landschaft. Außer ein paar hässliche Strommasten. Die auch noch komisch flackern. Schon wieder Gjör. Gjör Papa. Oder Popa? Papa? Keine Ahnung. War so ein Accent Circonflex drüber? Oder ein Kringel? Kann ich nicht lesen. Hier waren wir noch nicht. Ah, der Fluss heißt Raba. Okay. Da stand da bestimmt auch Raba. Ich habe mich bloß nicht richtig gelesen. Ich habe mich nicht richtig gelesen, genau. Ich habe mir nicht richtig dem Schild durchgelesen tun sein haben. Ist das nicht irgendwie Raberbahn oder sowas? Ist das nicht irgendwie so eine ungarische Eisenbahngesellschaft? Irgendwas gab's da. Güzef und Raberbahn? Güzef ist die Staatsbahn und Raberbahn ist noch irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe da auf jeden Fall mal was gelesen. Da geht's schon nach Slowenien. Oder? SK Slowenien? Ich glaube ja, ne? Oder Slowakei? Slowakei, Slowenien hat SLO, ne? Oh ja. So. Hegeschalom, das ist unten bei Passau, meine ich, ne? Ich glaube, von Passau ging das immer weiter. Also es grenzt nicht aneinander, aber in die Richtung. Keep right and then exit right. Oh, ich muss wieder was tun, ich bin überfordert. Nach Wien. Hey, lenken. Das Lenkrad ist schon halb rumgedreht hier. Der reagiert noch nicht. Was ist denn Grenzkontrolle? Nein. Hey, wir sind im Schengen-Raum. Oder? Ah, Österreich. Hey, schöne große Autohof hier. Kilkenny, Samskip, Bartrums. Da hinten stehen noch. Hallo? Das war letztes Mal auch so ein Auflieger. Der mir die auf Vorfahrt genommen hat. Ich meine, das war auch so ein Eleklerk. Im
meint auch, bloß weil er heißt wie ein französischer Panzer, kann er jedem die Vorfahrt nehmen hier. Ja, vielleicht hat er ja einen französischen Panzer hinten drin, man weiß es nicht. Aber die sind halt nicht breiter, die kriegst du nicht in so ein Dings rein. Die stehen meistens über. So Jungs, Feuer frei. Wir wollen nach Wien. Genau, schön mit 60 auf die Bahn rüberziehen. Keep left. Ja, darf ich erst beschleunigen, bevor ich left keepe, ja, ne? So, auf nach Wien. Konnte man da nicht hoch? Das sah so aus, wenn man da hoch kann. Ist das Wien da vorne, die ganzen Schornsteine? Kreuz Bruckneudorf. Liegt das wohl an der Einstellung oder so? Aber in der Realität kannst du die Schilder an der Seite bei 160 noch lesen. Und hier verschwimmen die schon bei 90. Ja, das geht jetzt noch Bratislava da und Kitzsee, aber... sagen, gefühlt sieht das auf dem Stream schärfer aus als in der Realität oder als hier bei mir auf dem Bildschirm. Keep right and then turn right. Turn right. So. Rechte Spur bleiben wahrscheinlich, ne? Hui! Beschleunigen. Könntest du dir noch Gas geben, aber was soll das? Ich gehe lieber runter hier auf 44, 45 km/h, 46 km/h. Und lass mich hier schön mit dem Tempomaten. Na komm. Siehst du? Zu eng in die Kurve rein. Ladungsschaden? Nein, glücklicherweise nicht. Keep right. Ah, ich habe mich zu sehr auf die Geschwindigkeit konzentriert und habe nicht auf die Seite geguckt hinten. Turn right. Ja, machen wir gleich. Hä? Oh, ja, ich habe getorcht. Ich wollte bis an die Haltelinie ranfahren. Die natürlich hinter der Ampel stand. Ja. War jetzt nicht so clever. Ich war fest der Meinung, dass ich noch weiterfahren kann. Naja. Second exit. Second exit. Kriegen wir hin. Exit now. Yep. Oh, da liegt noch so ein Ding da hinten. Schnell weiter, ich habe auch so einen Auflieger. Schnell weg. Bevor ich auch explodiere. Ich fürchte, da muss ich hin, ne? Da muss ich den Mist abliefern. Ach, da liegt noch einer. Was machen die hier? Beschusstest mit Tankauflieger? Diese Firma ist mir suspekt. Turn right. OMV-Raffinerie, okay. Was haben wir hier? 30-Zone. So, wo muss der Schrott hin?
Get ready to turn right. Ich turne ja schon right, my friend. Ja, richtig Industriekomplex hingesetzt hier, wa? Ach guck mal, das sind auch, die hat auch, das sind vier verschiedene richtige, richtig vier verschiedene Fabriken. Find, das finde ich cool. It's all over now. It's all over now. Oh my goodness. Oh my goodness. It's all over now. No, no, no. So. Gucken, dass wir hinten das Haus nicht mitnehmen. Schön. Dass wir das auf der Seite auch nicht mitnehmen. Da läuft doch da an den Pfeiler hängen, oder? Das passt nicht. Wo hänge ich jetzt denn fest? Hey, was habe ich jetzt gemacht? Achso, Kreditzinsen, okay. Also vermute ich mal, dass es die waren. Ich hoffe mal, dass es die waren. Aber da müssen wir den Trailer jetzt erst so ein bisschen da hinten in die Ecke drücken. So, jetzt passt das. Zack. Ja, auskorrigieren müssen wir trotzdem noch, aber... Man hätte ihn natürlich auch einfach rückwärts reinschieben können, wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, aber... Warum, wenn es auch so geht, ne? Geht ja auch. Sehr schön. Hoffentlich ohne Schaden. Ausgezeichnet. 17 Stunden gefahren. ADR-Lieferung. Fernfahrt. Siehst du wohl. Unsere erste Fernfahrt. Sind wir Level 7. Gab es für Level 7 schon was? Wir könnten noch einen Fertigkeitspunkt für bis zu 1000 Kilometer machen. Könnte man mal machen, ne? So, was gibt es denn für neue Aufrissteile? Neuen Motor vielleicht? Oh, 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 die 400er kommen jetzt. Ah, das sind die Badges nur. Xenon, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Badge Engine, Badge Engine, Badge Engine, Badge Engine, Badge Engine. Ich brauche... Deswegen bin ich da drauf gekommen, dass es die gäbe. Aber das sind nur die ganzen Engine Badges. Die Motoren selber habe ich noch nicht. Aber ich kann jetzt lackierte Spiegel richtig kriegen. Xenon-Beleuchtung. H7 Streamlight Headlines, okay. Ja, sehr cool, sehr cool. T730. Das wäre mal ein Motor. Was gibt's hier noch Schönes? Ja, gut. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt sind wir wo? In Wien sind wir. Ja, schöne kleine Riesenraffineriekomplex. Und nun sind wir in Österreich. Ja. Einmal Flüssiggas nach Wien. Oder Flüssiggas, Autogas, Flüssiggas, irgendwie sowas ist das LPG. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst doch gerne einen Daumen da, ich würde mich freuen. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch, ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist wie immer unten verlinkt. Ja. Nach der letzten ETS-Folge hatte ich gesagt, dass sie mir das Internetkabel durchgebaggert haben. Die habe ich vor 2 Stunden geschnitten. Ah, nicht ganz, vor einer Stunde habe ich die geschnitten.
Jetzt habe ich schon seit einer Dreiviertelstunde wieder Internet. Haben sie das Kabel wohl doch schnell wieder zusammengepflegt. Das ist ja schön, jetzt können wir am Wochenende wunderbar streamen. Und nachher vielleicht auch noch ein bisschen. Ich bin begeistert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann, bis zum nächsten Mal in Österreich.